Hallo, mein Lieben, am letzten Montag wurde das Urteil gegen den erst 15-jährigen Finn verkündet. Und zwar von der Jugendkammer des Landgerichts Hannover. Er bekam für einen Mord an einem Mitschüler, 14 Jahre, ich glaube, Finn war zur Tatzeit auch noch jünger, bekam er 10 Jahre Jugendknast. Das ist die härteste Jugendstrafe, die es überhaupt gibt. Und das Gericht hat sich auch vorbehalten, ihn möglicherweise nach Verbüßung der Haft in eine sogenannte Sicherungsverwahrung zu stecken, so dass er möglicherweise nie wieder freikommt. Wie gesagt, der Täter war zur Tatzeit ungefähr 14, 15 Jahre alt. Man kann dieses Urteil für einen Mord ohne Grund im Übrigen, aber das soll heute keine Rolle spielen. Man mag dieses Urteil für angemessen halten, vielleicht auch für übertrieben oder gar auch für zu lasch. Ich weiß nicht, spielt aber gar keine Rolle. Mir geht es heute um etwas ganz anderes. Denn aktuell gab es auch eine andere Urteilsverkündung, und zwar gegen den 34-jährigen Berhan S. Also auf der einen Seite den deutschen Finn und dann auf der anderen Seite haben wir den Berhan S. So, der ist in eine Schule eingedrungen, in eine christliche Schule und hat da zwei Mädchen niedergemetzelt. Darüber sollten wir reden, und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier, meine Lieben. Es war der 3. Mai diesen Jahres, als der 34-jährige Berhan S. in eine evangelische Schule in Berlin-Neukölln eindrang. Er stach da auf zwei kleine Mädchen ein, er stach ihnen in den Hals, er stach den Mädels in die Brust und sie überlebten schwer verletzt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nun gesagt, dass ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten ergeben hätte, dass sich der mutmaßliche Täter zum Tatzeitpunkt aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem psychotischen Zustand befunden habe. Der Mann sei daher schuldunfähig, und zwar ja ohne Verfahren. Das Verfahren wurde gar nicht erst eröffnet. Nun vergleicht das bitte mal, mein Lieben. Wir haben auf der einen Seite den deutschen Jungen Finn, 15 Jahre alt, zum Tatzeitpunkt möglicherweise erst 14 gewesen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Berhan S. Einmal Höchststrafe, auf der anderen Seite gar kein Verfahren. Glaubt denn irgendjemand von euch, dass der Finn, ja, dass der noch alle Latten am Zaun hat, speziell zu dem Zeitpunkt, als er einen anderen Jungen einfach so grundlos umgebracht hat? Natürlich nicht. Also wenn, dann gehören die beide in die Klapse. Und nicht Höchststrafe für den deutschen Jungen, gar keine Strafe für den Jungen aus, was weiß ich, wo der herkommt. Nun wisst ihr ja auch, eine Unterbringung in einer Psychiatrie, denn das blüht dem Berhan S. nun natürlich, ist kein Zuckerschlecken, gar keine Frage. Nur, wenn man sich da gut verhält, wenn man den Psychologen und so weiter da ein bisschen was vormacht, ja, dann ist es gut möglich, dass man da dann irgendwann auch wieder rauskommt. Kann sogar zumindest so probeweise ziemlich schnell passieren. Wir haben doch den Fall von diesem, glaube ich, einen Afrikaner, der vor einigen Jahren seinen Arzt da abgestochen hat. Ja, der ist immer schon wieder unterwegs draußen. Zwar noch unter Aufsicht, aber keine Ahnung, mein Lieben, keine Ahnung. Bevor Berhan S. die beiden Mädchen an der evangelischen Schule niedergestochen hat, hat er 11 Anzeigen gesammelt, unter anderem wegen Bedrohung und wegen Körperverletzung. Und wer glaubt, dass es ein Zufall war, dass es nun ausgerechnet eine christliche Schule war, an der aus einer, wie gesagt, streng islamischen Familie stammende Berhan S. seine Tat vollführte? Nun ja. Was soll ich dazu noch sagen? Stimmen will er gehört haben. Auch, wie gesagt, ja, kann man wirklich nur jedem empfehlen, heutzutage, der vor Gericht steht, einfach dasselbe zu sagen. Nur, ob das klappen wird, wenn er Benjamin heißt. Ich weiß nicht, ob das immer nur funktioniert bei unseren ausländischen Mitbürgern. Zumindest gefühlt ist es so. Meine Lieben, hau die rein, mach's weiter und bis später.